الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten, auf seine Familie und jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Liebe Brüder im Glauben, erstmal natürlich danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns erlaubt hier zu sein oder dass er uns erlaubt hat, bis hierhin zu kommen. Dass es nicht natürlich immer vom Klaren ist, ob man irgendwann ein Ziel erreicht oder nicht im Leben. Ja, von Schritt zu Schritt, von Tag zu Tag kann irgendwas immer vorbei sein. Deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns erlaubt, hier zu sein. Und natürlich auch die Brüder, die das Ganze hier veranstaltet haben, die dafür gesorgt haben, dass wir kommen. Ja. Und dass wir gemeinsam, bi'idhnillahi ta'ala, uns untereinander an Allah subhanahu wa ta'ala erinnern. Und Erfahrungen austauschen, ja, Informationen austauschen, Dinge uns anhören, wie bi'idhnillahi ta'ala am Yawm al-Qiyamah oder in diesem Leben auch eine Nutzung für uns sein können. Und da in der Religion nicht immer einfach ist, über Dinge zu sprechen, auch wenn viele es tun oder wenn man das manchmal macht, ja, ist es immer auch schwer zu überlegen, was kann man sagen, was kann man den Leuten mitgeben. Man kann natürlich über viele Dinge sprechen, ist ja klar. Aber es ist nicht immer einfach, über Dinge zu reden. Da wir wissen, wir Muslime, am Yawm al-Qiyamah, auch unser Kalam, auch unsere Taten und unsere Aussagen vor Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, in Surah Zalzala, alaikum salam, er sagt, und alles Gute, was ihr gemacht habt, ein Stäubchen werdet ihr sehen, oder werden wir sehen, jeder einzelne von uns. Und alles Schlechte, was wir gemacht haben, auch Stäubchen, Größe, werden wir sehen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und wir wissen ein anderer Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala singt, in der deutschen Sprache. Und wie ihr glaubt, spricht nicht das, was ihr nicht tut. Denn wahrlich bei Allah subhanahu wa ta'ala ist verhassen wert ist, das zu sprechen, was ihr nicht tut. Und deswegen ist es schwer, Dinge auszusuchen. Du kannst anfangen, über Taqwa zu reden. Und du sagst, ja, ich hole Taqillah und so. Ja, und Brüder, fürchtet Allah. Aber fürchtet man selber Allah, ist die Frage. Du kannst den Brüder sagen, seid aufrichtig, ist man selber aufrichtig. Du kannst den Brüder sagen, bitte mit Khushu'a, bitte mit Konzentration. Allah lobt diejenigen, die mit Khushu'a beten, mit Demut, nicht Konzentration, Demut beten. Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du Demut, ist die Frage. Ich gebe ein einfaches Beispiel von meinem Leben. Ich habe mal einmal einen Vortrag, ich habe mal einen Unterricht gemacht über Ramadan, bei uns in der Masjid. Und ich habe den Brüdern erzählt, dass man sich nicht unbedingt im Ramadan darüber aufregen muss, was gekocht wird und was nicht gekocht wird. Ja, da wir wissen, viele zielen darauf oder schauen, was wird gekocht. Weil das Ziel vom Ramadan und die Weisheit vom Ramadan, das, was für uns bevorsteht, ist nicht das Kochen oder das viele Einkaufen an Essen. Ja, so. Das Ziel ist ganz anders, wie Allah SWT im Koran, Surah Al-Baqarah, dass wir Allah fürchten oder dass wir gottesfürchtig werden. Und subhanallah, du sind zwei, drei Tage vergangen im Ramadan und ich gab es einen Tag, da war ich so richtig hungrig. So. Ja, ich bin gefasst, ich war richtig hungrig. Und ich komme nach Hause so und ich frage meine Frau so, was sie gekocht hat. Ja, die hat so Vorbereitung gemacht, hat die so Gemüsenteller gemacht. Ja, ich habe auch nicht darüber zwar gelacht, aber. Im Nachhinein habe ich gelacht, wegen meinen Fehler. Aber nee, ich habe mich dann sehr darüber aufgeregt. Ich war so hungrig, was für Gemüse habe ich mir gedacht, ne? Geht nicht. So, habe ich die so auch angemacht. Ich dachte, was soll das, was für Gemüsenteller, dies, das, chinesischen Teller, was auch immer, ich so, wie die das auch nennen. Weißt du, warum gibt es kein Fleisch und so. So nach natürlich gewissen Minuten Aufregung ist, bin ich auch nicht zurückgekommen, habe ich mir gedacht, subhanallah, oh, letztens habe ich doch den Bruder das erzählt, diesmal bin ich mir selber reingefallen. Ja, darum ist das ja auch gefährlich. Einmal das und einmal, weil wie gesagt, Allah Azza wa Jal prüft sowieso den Diener. Und es gibt Hadith, liebe Geschwister, von unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam,
Sieh, gemäß, dass der Prophet sagte, dass der Diener, wenn wir einen anderen über etwas tadeln, zum Beispiel tadeln dich jetzt über das Lästern oder tadeln die Brüder über was weiß ich, irgendeine Sache, dass der muss derjenige, der getadelt hat, er wird nicht erst sterben, bis er damit geprüft wird, worüber er getadelt hat. Ja? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Gab es einen Bruder, und da hat so angefangen mit Religion und dann ging es schon Bad. Da hat jeden Bruder so über das Bad zugetextet, du musst Bad tragen, Bad, lief so durch die ganze Masjid. Ja, wir haben Etikett gemacht, so die letzten 10 Tage vom Ramadan, hat die Leute voll verrückt gemacht. Und ich habe ihm gesagt, ach, bleib mal locker und so, weißt du, ist okay, wir kennen das Urteil über Bad, aber es ist nicht jetzt die Religion im Allgemeinen. Wie wichtig ist das Gebet und so, erstmal gewisser Schritt für Schritt, Step by Step und so. Nein, er wollte das nicht einsehen. Ich habe ihn so, glaube ich, 1-2 Wochen nach Ramadan getroffen, war er so ohne Bad. Ja, so Autobahn gemacht. So habe ich gesagt, guck ich ihn, sage ich, was ist los, Achim? Ja, Bruder, weißt du, mir ist das und das passiert. Allah hat ihn geprüft, verstehst du? Allah hat ihn mit seinen eigenen Sachen geprüft, worüber er getan hat. Und so ist es im Islam. Deswegen, bevor man immer, und das haben wir, und das kennen wir, liebe Geschwister, wie ein Daya, Khalid Yassin, gesagt hat, er hat ja immer schon gesagt, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen 3 Finger automatisch auf dich. Und die Leute warten und zeigst mit dem Finger. Ja, und sagst, so, dann zeigen immer 3 Finger auf dich und sagen, du. Und das ist sehr wichtig. Deswegen werde ich versuchen, in einer kurzen Zeit, bi'idhnillahi ta'ala, und auch damit ich euch nicht mit Informationen überstürze, ja, da wir wissen alle, dass wir nur einen gewissen Teil aufnehmen können, weil ich versuche, nur gewisse Dinge, Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, von meinem Leben selber, euch mitzugeben. Da ich weiß, dass das, was ich mitgemacht habe, habe ich mitgemacht und erlebt. Da ich mir da selber nicht, ja, selber irgendwie schaden kann. Ja, und wenn euch versuchen zu sehen, so wie das bei mir war mit dem Islam, wie es angefangen hat, wo man so Fehler gemacht hat, wo sollte man eigentlich festhalten. Weil es gibt Dinge, die man erlebt hat, Erfahrungen, die man gemacht hat. Und wir haben eben mit Bruder Wadam gesprochen. Ja, und ja, wir wissen und wir eigentlich, was heißt wir wissen es? Ja, wir wissen es, aber vielleicht verinnerlichen wir das nicht immer. Aber das Erfahrungen, ja, um Erfahrungen zu machen im Leben, dass die kosten immer sehr viel. Zum Beispiel eine Scheidung durchzumachen, das kostet viel Kraft, Lebenskraft, Glaubenskraft. Kostet viel, viel Energie von einem. Eine Scheidung oder jemand zu verlieren, ein Kind. Ja, oder deine Mutter, dass du deine Mutter im Grab besuchst. So eine Erfahrung zu machen, dass du später darüber erzählen kannst oder dass du darüber reden kannst, dass einer kommt und sagt, ich bin kurz vor Scheidung, dass du dann über die Scheidung reden kannst, weil du es erfahren hast, kostet Kraft. Das ist nicht einfach, das ist sehr teuer. Erfahrungen im Leben sind teuer. Bezahlt man zwar nicht mit Geld, ja, nicht immer mit Geld, ja, es gibt auch Erfahrungen, die mit Geld verbunden sind, aber bezahlt man nicht immer mit Geld, aber man bezahlt mit seiner Kraft. Und dann diese Erfahrung ist natürlich Gold wert, ist sehr wertvoll für einen Menschen, der nicht mal mitgeben kann. Und der Mensch, der schlau ist, der Muslim, der noch schlau ist, der Mu'min, der noch am schlauesten ist, er macht aus dieser Erfahrung einen Nutzen in seinem Leben. Er kriegt sie mit, wie einer davon erzählt, und er holt sich daraus welche Nutzen, dass er nicht in dieselbe Sache hineinfällt. Ja, dein Bruder erzählt über Scheidung und was nicht gegangen, was er falsch gemacht hat. Und er hört und er versucht genau diese Dinge, wenn Allah Azza wa Jal erlaubt, dass man mit solchen Ohren hört, das, was sagt der liebe Geschwister, genau diese Dinge in seiner Ehe zu vermeiden oder besser zu machen. Und deswegen, Erfahrungen sind wertvoller als Gold. Im Leben. Sehr wertvoll. Und bei mir natürlich der Islam, ja, wenn man eigentlich so sein Leben so zurückgeht, wenn man über sein Leben nachdenkt, und auch wenn das der Anfang der Weg des Islam war, man sagt so, als man in den Islam gekommen ist, man wie neu geboren. Und wenn ich dieser Geburt zurückgehe und ich denke, wie ich so zum Islam gekommen bin und das ganze Leben Revue passieren lasse in meinem Kopf, ja, denkt man so wie guten Zeiten, schlechten Zeiten. Ja, hat man. Guten Zeiten, schlechten Zeiten auf Halal-Basis natürlich, ja, wenn man auch Muslim geworden ist und seinen Weg im Islam gefunden hat. Aber so ist es in deinem Kopf. Und es gab Tage, die waren, und das ist im Leben so, Brüder. Es gab Tage, die waren schwer. Es gab Tage, die waren sehr leicht. Es gab Tage, die waren sehr traurig. Es gab Tage, die waren sehr fröhlich. Es gab schöne Tage. Es gab, ich will nicht sagen schlechte Tage oder hässliche Tage. Aber es gab Tage, wo es einfach schwer war. Das ist genau wie mit Iman. Weil Iman, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten, dass der sinkt mit Sünde. Der Glaube, Al-Iman, der sinkt mit Sünde. Und der steigt mit Ta'a, mit Gehorsamkeit.
Ja, er singt mit der Maase, mit der Sünde, und er steigt mit der Gehorsamkeit. Ist nicht stabil, dein Glauben, dein Iman, ist nicht stabil. Und das weiß jeder von euch. Jeder kann das von sich aus bezeugen. Ja, mal ist der Iman stark, du fühlst dich stark vom Glauben, und du bist bereit, lange dein Gebete zu verrichten und fasten konzentriert in dein Siyam und freust dich auf Ramadan und freust dich auf jede Ibadah, die dich erwartet, auf das Fajr, die ich weiß nicht was. Jeder so, ach, du hast so eine Kraft in dir. Und manchmal hast du das vielleicht gehabt, dass du dich so schwach gefühlt hast. Auf einmal so, boah, das Gebet fiel dir schwer. Du hast nicht so dicker an Allah, der Allah gemacht. Du hast Allah vergessen vielleicht, du hast nicht viel erwähnt. Dann bist du, deine Augen sind vorne hergegangen oder irgendwas ist uns passiert. Natürlich, weil der Iman sinkt und steigt. Und jeder weiß das. Kennst du, wenn du manchmal Bruder fragst, ich fühle mich voll schwach. Das ist ein Beweis. Jeder Einzelne ist ein Beweis. Dieses Gefühl ist ein Beweis dafür, dass dieser Glaube, er sinkt und er steigt. Und umso mehr Taten du begehst, umso mehr Gehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jal, umso mehr steigt er. Umso mehr wir nach links und nach rechts gehen, umso mehr sinkt er. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir mit einem starken Iman sterben. Dass er es von diesem Leben nimmt und dass unser Glauben stark ist. Und genauso das Leben. Es geht hoch und runter. Es geht hoch und runter. Ja? Und bei mir hat das so vor 9 Jahren angefangen. Knapp 8, 9 Jahre. Wie ich die ersten Kenntnisse zum Islam gemacht habe, die ersten überhaupt Erfahrungen mit Islam gemacht habe, wie ich Leute gefunden habe und gesehen habe, die Muslime sind. Ich hatte so Freunde, die waren Muslime, aber nicht nur die praktizierendsten Muslime. Und subhanallah, natürlich kann man immer seinen Weg zum Islam machen und von einem anderen Blickwinkel erzählen, ja. Ich versuche die wichtigsten Dinge herauszufiltern. Subhanallah, so, man hat wie gesagt Freunde dabei gehabt, die waren nicht alle so gehorsam gegenüber der Religion. Und jeder hat schon irgendwie sowas zusammengespinnt, wenn es um Religion ging. Irgendjemand hat immer Geschichten erzählt, irgendwas vom Pferd. Ja, man hat das geglaubt, also, keine Ahnung, keiner wusste wirklich genau, was Sache ist. Bis Freunde von mir angefangen haben, Islam zu praktizieren, so bis die gesagt haben, wir werden Muslime, also wir wollen ein bisschen mehr uns mit unserer Religion beschäftigen. Und gingen zum Taraweh, das war Ramadan, ja. Gingen zum Taraweh-Gebet und zur Moschee und nach der Moschee natürlich gingen wir in die Diskothek, weil das Wochenende war, weil die wussten ja auch nicht, was Halal, was Haram ist. Und ich habe das immer so voll gewundert, dass ich gesehen habe, wie Menschen sich wie alle ihre, was mich gewundert hat, natürlich sehr stark war, dass der Muslim alle seine Ibadat, alle seine Gottesdienste zu Gott richtet. Was mich fraglich gemacht hat, was schutzig war, dass ich als Christ damals immer über Heilige gehen müsste, über Mutta Maria und über Jesus und über, ich weiß nicht, über Ikonen nochmal anbeten und den Priester vielleicht nochmal anbeten, den du kennst und so. Dass du überhaupt Gott anbeten kannst oder dass du von Gott was verlangen kannst. Das war immer, was mich so schutzig gemacht hat. Hin und her, wir haben immer so getroffen, über Religion geredet, alles erzählt. Und dann hat der Bruder Abu Muawiyah, wenn das dem Bruder bekannt ist, wer der Bruder ist, der Bruder Adnan, ein bosnischer Bruder, hat also zu mir gesagt, ey, ich kenne deutsche Muslime und so. Ich habe gesagt, deutscher Muslim, was für deutscher Muslim? Gibt's sowas nicht. Damals vor 8 Jahren war es nicht, wie ihr es heute kennt. Ja, nach jedem Vortrag Konvertierung oder so. Oder nach jeder Gutgebung 6 Mal neben den Islam. Das war, ich habe Freunde gehabt, die haben gesagt, es gibt keine Konvertierte. Es gibt es nicht, haben die gesagt. Der hat gesagt, oh, ich habe eine Moschee gesehen, so blonder Junge, bla bla und so. Der betet da, ist so krass. So auf dem Weg zum Café, so haben wir den Bruder getroffen. Ja. Bruder Wada. Und er war damals auch zum Islam konvertiert. Vor 2 Jahren war er Muslim gewesen. So, auch in seinen Anfängen. Und dann haben wir ihn getroffen, dann haben wir ihn angesprochen. Ja, sagte so, der Mohammed, so, der war immer so der Typ, der sowas gemacht hat. Ja, hat den angesprochen, willst du nicht mit uns mal was trinken gehen? Natürlich haben wir immer so Milch mit Honig getrunken oder Apfelschorle. Ja, also wir haben da in der Zeit, haben wir auch so aufgehört, die Jungs haben aufgehört, Alkohol zu trinken, aufgehört mit Zigaretten. Zwar alles nicht religiös bedingt, manche Sachen waren sportbedingt, warum man damit aufgehört hat. Aber so, die wollten nicht. Wir haben gesagt, wir gehen kein Disco mehr, okay, kein Problem und so, wir treffen so in Cafés und so. Abends gehen wir Kaffee, weil das ist auch eine Sache, was viele Brüder nicht verstehen. Hier ist die erste Sache, liebe Geschwister. Das ist nicht einfach, dass wenn einer sein Leben für sich für den Islam entscheidet, dass der alles lässt. Du kannst nicht alles auf einmal lassen. Du wirst doch nicht mal jemanden vielleicht finden, dass der auf einmal alles lässt. So eine 180-Grad-Wendung. Zwar innerlich geschieht diese 180-Grad-Wendung.
Und er fängt an, Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben und an den Propheten Muhammad sallallahu und auch an den Koran und er versucht schon die Gesetze, aber er wird Dinge tun, die du vielleicht nach 5, 7 Jahren Islam nicht mehr machst. Aber das ist ein Fehler, was viele Leute machen. Man lässt den Leuten keine Zeit mehr. Man will, er macht die Shahada, er sagt Shahada, dann willst du sofort, dass er am nächsten Mal mit Jalabia hier kommt, im Sujud bleibt, dass er schon Umrah hinter sich und Hajj hat, selber vielleicht nicht gemacht hast, ja, und dass er nur über Allah und den Prophet sallallahu alaihi wasallam redet. Es kann sein, dass du ihn am nächsten Mal Menschen siehst. Abgesehen, dass er erstmal lernen muss, was erlaubt, was verboten, abgesehen davon, dass er es verinnerlichen muss. Dass du Jahiliya kratzt, man so, geht nicht sofort ab. Du musst runtergekratzt werden. Du hast 19 Jahre anders gelebt. Das muss man verstehen. So, und wir sind doch in den Cafés gegangen. So. Und dann haben wir uns getroffen, geredet über Gott und die Welt und so. Und ich saß da, der Bruder war da, was über Allah am Reden, habe ich mir gedacht. Was für Allah, der ist Spaß am Machen. Ne? Also, ja, für mich war das auf jeden Fall nicht normal, dass ein Deutscher sagt Allah. Ich habe gedacht, was Allah, ich will sagen. Wir alle, du bist Deutscher, also. Das sagen doch Türken und Marokkaner, Bosnier. Ich kannte diese Leute, die Muslime waren. Ja? Und mein Vater hat immer gesagt, alle Muslime sind Türken. Also, mein Vater. Wir lagen aus Bosnien und wollten nach Bosnien Urlaub machen. Dann habe ich schon gesagt, ja, ich bin nach Bosnien. Ich sag, wie, was ist das für einer? Serben, habe ich dann in Bosnien, jetzt sind Muslime. Ich sage, alles Türken. Alles Muslim war bei denen ist Türken. Ja, subhanallah, so, aber das hat mich, als ich gemerkt habe, dass er das ernst meinte, so mit der Religion, und dass er wirklich ein Ende der Religion geändert hat, das mir voll das so durcheinander gebracht. Ich habe gedacht, boah, gibt es wirklich, ich habe realisiert, dass es wirklich geht, einen Schritt zu machen, um seine Religion zu ändern. Da mir immer gesagt wurde, das geht nicht. Bei uns, nicht haben gesagt, bei uns sagen sie, du kannst sogar homosexuell werden, Religion ist nichts schlimmer. Das Schlimmste machen, sag, was du machen kannst. Religion zu ändern. Das ist wirklich sehr schlimm bei den Griechen. Und ich hatte auch sehr Angst vor dem Schritt. Ich habe mir gedacht, weil ich wusste, also ich hatte ja in der Zeit schon vieles gesehen gehabt und viele Dinge haben mir gepasst, so wie die Muslime gebetet haben, was sie sein gelassen haben, was sie so gemacht haben, was so vorzüglich vom Islam, weil die Leute am Anfang sich mehr mit Islam zu beschäftigen, die haben auch immer erzählt. Ja, aber ich kann mich erinnern, so, ich sag so, ich habe immer darüber nachgedacht, ich dachte, das kann nicht sein, so, dass man das so. Ich wusste, dass ich einen Schritt davor bin, aber dieser Schritt fiel mir richtig, richtig schwer. Ja, so, um euch zu verständigen zu geben, dass ihr versteht, was ich meine. Ja, also, so als hätte ich Blei in meine Füße. Ich konnte mich nicht bewegen, zu sagen, ich wäre Muslim. Da sitzt so viel, so ein ganzes Gebäude auf meinem Kopf, aber ich kann mich nicht bewegen. Ich wusste, ich will dahin, aber etwas hat mich nicht da gelassen. Ja, ich gebe ein Beispiel zu verständigen. Ich kenne es mal vorher, wenn ich eine Freundin hatte und wir saßen immer zusammen, dann wollte ich immer umarmen, die Freundin, dann wollte man so machen. In diesem Moment habe ich meine Hand wie Blei gefühlt. Jetzt mache ich das, jetzt macht er was, will ich sagen, jetzt mache ich das. Weißt du, dann schaust du mal davor und du wolltest unbedingt, aber du kannst dich bewegen. So ungefähr habe ich mich gefühlt. Ich konnte mich nicht bewegen, ich wollte diesen Schritt unbedingt. Innerlich wollte ich das, hat meine Seele danach geschrien. Aber die Kraft war nicht da, die Kraft hat gefehlt. Ja, und deswegen immer, wenn wir einen Bruder finden oder einen Jungen, der Interesse zum Islam hat, es gibt so manche Leute, die wollen die Schahada herauszwingen. Ja, so wenn man so eine Schraube in die Wand oder in den Holz reingeschraubt hat, und kennst du manchmal, klemmt sie dann mit der Zange so herauszieht, so wollen manche Schahada von einem rausholen. Ja, mach ich, du weißt gar nicht, was mit denen los ist. Du weißt gar nicht, was innerlich, weil innerlich, das ist für ihn, innerlich ist so ein Chaos. Alles dreht sich. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist wirklich ein heftiger Prozess für diese Person. Deswegen muss man ihn auch immer versuchen, also, weil diese Leute, wenn man mit denen reden, immer auf seine Wörter achten und dann achten, was man denen sagt und wie man das. Passiert uns auch natürlich. Mir ist es auch noch was, dass man mir redet und sagt, ah, der ist doch kurz vor Shahada, muss man den jetzt geben, dann wird er Shahada machen, ja? Aber es kann sein, es ist wie gesagt ein sehr schwieriger Schritt. Ja, und mit der Zeit, natürlich, die Zeit ist vergangen, ich habe mich immer mehr darüber interessiert, mehr gelesen. Dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen und über Harun Yahya. Und von Harun Yahya über Isa a.s. Ja, über Jesus im Islam, weil ich wollte erstmal wissen, weil ich war ja so super Christ, ja, und ich wollte unbedingt wissen, was Islam bei Jesus sagt. Und dann habe ich gelesen, dass Islam, wie die an Jesus glauben und dass die ihn respektieren und dass so, man liebt den Propheten Jesus und das und das habe ich vorweggehauen. Ich habe gesagt, boah, krass, guck mal, schau mal, wie das ist, ey. Wie die denken, ich wusste gar nicht. Ich habe vorher türkische Kollegen gehabt, die haben auf Jesus geschimpft. Ja. Die haben gesagt, Holz in der Mann am Kreuz, und die haben immer so Fäbelungen gemacht über Jesus.
Ja? Immer, immer. Also ich habe mir gedacht, dass die glauben nicht an Jesus, die Muslime. Früher, ganz gewisse Freunde, die ich hatte. Und subhanallah, so als ich gelesen habe, dass Allah subhanallah sagt im Koran, dass keine andere Religion von ihm angenommen wird, außer der Islam. Und wer eine andere Religion als das annimmt, der wird, also es wird nicht von ihm akzeptiert und der ist verloren im Jenseits. Ja, dann habe ich mir versucht, erstmal vorzustellen, wie verliert man sich im Jenseits? Ja, ich habe mir das Jenseits so leer vorgestellt. Für mich war das Jenseits irgendeine Leere, irgendeine schwarze Leere. Ja, irgendwas Unendliches so. Und ich habe mich da verloren dann gesehen auf einmal. So wie ich verloren bin. Wow, und keiner kann mir helfen. Das hat mir richtig Angst gemacht in diesem Moment. Also so eine, nicht eine Angst, wie man Angst hat, wenn man einen Löwe sieht. Ja, ich hoffe, jetzt würde ein Löwe hier rein spazieren. Wir müssen eine gewisse Furcht haben, eine gewisse Angst. Ja, wenn wir vielleicht alle in die Wand kleben oder so. Alle den anderen zu retten. Ja, ja, ist so. Mimba, Kletter, alles irgendwas. Zwischen dahin an diese Stangen an den Holz hängen, der Löwe dich nicht beißt. Da ist ja auch eine gewisse Furcht, eine gewisse Angst. Aber es gibt so eine El-Khauf, die Furcht im Islam, die Ehrfurcht im Islam. Ja, die teilt sich in drei Kategorien, Brüder. Man hat die Furcht gegenüber, man sagt, die Furcht zum Tawhid, die Furcht zum Schirk und die Furcht, die man hat, diese Ehrfurcht, die Dunya ist, die weltlich ist. Das ist zum Beispiel mit dem Löwen. Das weltliche Ehrfurcht, das ist keine verbotene Sache. Du stehst dann und sagst, ja, Löwe, geh weg und so. Ich habe nur Angst vor Allah. Ja. Es gibt ja Christen, die behaupten, ich habe mal ein Video gesehen, da waren Christen, die sind im Zoo übers Gelände gegangen, in den Löwenkäfer, weißt du, so eine Geschichte, gibt es christliche Erzählung, dass ein gewisser Prophet so bei den Löwen war und die Löwen haben den nicht angefasst und wollten das nachmachen. Aber hat es nicht mitgenommen. Auf jeden Fall. Und dann gibt es ja diese Gottesfurcht, diese Ehrfurcht, was wir gesagt haben, mit Schirk verbunden ist. Welche? Wenn zum Beispiel der Islam, der sagt, du musst beten, du heiratest und deine Frau sagt, du darfst nicht beten. Und Angst vor deiner Frau oder sofort und umgekehrt. Jetzt der Mann sagt das zu der Frau auch. Ja? Angst davor vor diesen Menschen, machst du das Wort des Menschen, hörst das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Oder diesen Befehl tust du dann weg, lehnst du auch ab, weil du Angst vor dieser Person hast. Ja, Ehrfurcht. Und geht es hier nicht um Leben oder so? Das haben das alle nicht falsch verstanden, weil die kennen diese Ausnahme, weil einer wird sagen, ja, was, wenn einer dir einen Knarren im Kopf stellt und so. Das sind Ausnahmen. Erstmal muss das kommen, dass einer den Knarren im Kopf stellt und sagt, ihr Islam oder Tod und so weiter. Ja? Das ist wieder was, ich meine, in ganz normalen Fällen. Dann begehst du Schirk in deinen Khauf, in deiner Ehrfurcht. Weil El-Khauf, die Ehrfurcht ist eine Ibad, ist eine Anbetung zu Allah. Und dann gibt es diese Ehrfurcht zum Tawhid. Und das ist, liebe Geschwister, dass man Ehrfurcht hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man Ehrfurcht hat gegenüber das, was Allah androht. Ja, dass man Ehrfurcht hat gegenüber, das ist natürlich nicht das Einzige, aber darum man auch diese gewisse Sachen macht im Islam. Die man dann nur Allah subhanahu wa ta'ala widmet. So, und es kam so eine Art Ehrfurcht in mir, so eine Furcht, mein Herz hat richtig geschlagen. Ich habe gedacht, boah, wird Gott mich nicht bestrafen und so. Was wird mit mir passieren? Ja, in diesem Moment war, glaube ich, auch der Wandel. Ab da habe ich aufgehört, ans Christentum zu glauben. Ab da war für mich Christentum nicht mehr anwesend. Auch wenn ich mich vielleicht noch als Christ bezeichnet hätte, war es innerlich nicht mehr so. Innerlich hat sowieso alles verloren, ich habe nur an Gott angeglaubt. Ja, erstmal, ich konnte auch nicht mehr. Ich habe gebetet als Christ, ich habe gefastet auch um Ostern und Weihnachten. Ich habe alles damit aufgehört. Ich wollte nicht mehr, weil ich habe nicht mehr daran geglaubt. Ich kann mich erinnern, wie ich in der Kirche war und ich stand da mit meinem Vater, ja, und der Priester hat so gepredigt. War, glaube ich, so auch nach Weihnachten. Der Priester hat so gepredigt und dann bei uns, wenn der Priester so zu Ende gepredigt hat, seine Predigt gehalten hat, dann geht man immer durch. Mit so einem Weihrauch und dann machen sie so mit dem Weihrauch, ja, an die Leute so eine Art Segnung mit Weihrauch, mit so einem Wasser. Und dann mussten alle so ihr Kreuz machen. Du stehst auch noch, machst dein Kreuz, wenn der Priester kommt, ja. So, bei uns Christen machen das mal mit drei Fingern wegen der Trinität, die anderen machen so, Katholiken. So, und dann hat man sein Kreuz gemacht, alle machen ihr Kreuz und ich konnte nicht mein Kreuz machen. So. Ich habe meine Hand nicht gehoben bekommen. Mein Vater so, ey, bist du verrückt und so, mach mal Kreuz und so. Ich habe gesagt, geht nicht. Er sagt zu mir, wie geht nicht? Kneift er mich so? Der kneift mich so. Weißt du, so kennst du Vater, so kneift so. Ich so, ey, ich kann nicht, ich kann nicht, ich glaube nicht mehr dran. Boah, ist wohl ausgefingert zu fluchen in der Kirche, ne? Ich so, links, so völlig in der Situation. Ich wollte nicht, weil ich nicht mehr daran geglaubt habe. Ich habe nicht einfach daran geglaubt, dass das irgendwas ist. Ich konnte nicht, ich hab mich teilweise gezwungen, dass ich das mache, so, weil der Priester kam immer näher so.
Ja, aber die machen so einen Kreis. Sie müssen machen so einen Kreis eigentlich durch die Mitte und ich war irgendwie so außen und ich, der kam mal so näher zu mir. Ich dachte, der kriegt das jetzt den Palaver mit. Vielleicht verflucht er mich noch irgendwas so, oder was weiß ich, weiß nicht, Gym zu mir, was weiß ich, was der macht. Ja, dann habe ich mein Kreuz so gemacht, weißt du? Aber ohne Bedeutung für mich. Ich habe es gemacht, um meinen Vater aufhören, so zu schimpfen. Ja? Ich meine, es war immer eine Schwelle in der Küche, sich zu konzentrieren. Also bei uns, bei den Griechen. Ich will jetzt nicht irgendwie beleidigen, wenn jeder das so versteht. Aber ich kann mich erinnern, ich war auch einmal in der Küche, Ostern war das. Und ich bin mit meinen Brüdern gegangen. Ohne Familie, ja? Meine Eltern sind alle separat gegangen. Und wir stehen alle normal angezogen, ne? Anzug und so. Und ich hatte das sowieso gehasst, im Anzug zu anzuziehen. Ich war nicht der Typ dafür. Und ich stehe da und ich habe gesagt, ich muss mir jetzt den richtig die Predigt anhören, was der Priester sagt. Ich wollte mir das so verinnerlichen. Weil ich kann ja altgriechisch so und ich war immer am Zuhören. Und mein Bruder klopft mir so, komm, lass mal in den Rauchen gehen. Ich sage, nee, lass mal jetzt, lass mal zuhören. Komm, lass mal in den Rauchen gehen und so. Die gehen raus, gehen sich an. Ich sage, geh schon in die Predigt zuhören, habe ich gesagt. Die gehen raus, kommen die wieder, ja, voll gut und so, die haben geraucht und so. Ne? Ich habe gesagt, ja, ich will nicht. Weißt du, ich will mich versuchen zu konzentrieren so. Ich mich nur nach links, weil bei uns in der Küche, also bei damals, bei uns war es immer gemischt. Und die Frauen kommen dann auch gewiss angezogen. Ja, die denken, ich weiß nicht warum die das machen, aber die kommen gewiss angezogen. Minirock muss sein, so bei den meisten, oder so ein Rock bis so über die Knie. Und die Mädchen schauen immer auf die Jungs, machen immer Auge so. Ich gucke nach links und Mädchen, was ich ganz von draußen mache, so, ah, hallo und so. Dann war es sowieso vorbei. Ja? Erstmal kamen die so mit der Sucht, so Kippe, komm, lass rauchen gehen. Und ich wollte unbedingt nicht rauchen, ich schaffe das. Als danach das nächste Kamera war für mich so wie Sniper-Schuss. Dann konnte ich mich mehr konzentrieren. Ja? Auf jeden Fall, was da passiert ist, ja, ich war bei den Brüdern zu Hause und so, die haben mich abends immer getroffen, ich bin von der Küche dahin gegangen. Ja, und ich wusste nämlich, dass Islam die Wahrheit ist. Und ich war kurz davor, Islam anzunehmen. So wenig hat gefallen. Und ich habe mich mit allen getroffen, der Bruder Adam, der Mario war da und ein paar andere Brüder von Sklappach. Wir haben uns getroffen so. Und dann haben die so ein Video gesehen über einen Krieg gegen den Serben mit den Bosniern. Und was die Serben so den Bosniern angetan haben. Und der Bruder war voll aufgeregt. Und auf einmal hat er so die Mütter aller Christen beschimpft. Ja, der hat so, alle Christen sind so bla bla. So wie, warum man das so sagen jetzt? Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ey, das hat mich so was erinnert, obwohl ich kein Christ mehr war. Also innerlich war ich ja kein Christ mehr. Ich wusste, dass ich kein Christ mehr bin. Aber ich habe mich angegriffen gefühlt. Weil ich habe gesagt, ey, zu dem Mann musst du auch Christen und so. Und der hat gesagt, ist mir egal. Boah, dann habe ich auf einmal so einen Schreck bekommen. Dann habe ich einen Schritt zurück gemacht wieder, was Islam angeht. Und hier, liebe Geschwister, ist wichtig, ja, im Endeffekt gesehen, wir für uns alle wichtig. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich gebe euch das mit, ich gebe es mir mit. Ja, manchmal dieses Verhalten ist wirklich sehr wichtig. Also für mich sowieso einer der obersten Geboten, für mich selber, er sagt zu mir selber, aber Ali, das Verhalten ist wichtig. Und ich weiß, dass das immer sehr schwer ist zu fangen, das Verhalten, und irgendwie an sich zu halten. Aber ich habe gesehen selber, so wie es damals mich selbst erschrocken hat, so ein Verhalten. Weil es hat voll eskaliert, wir haben uns fast geboxt. Ja, und ich wollte eigentlich in dieser Nacht, war ich so fast wie bereit, in Islam anzugehen. Nach dieser Kirchengang mit meinem Vater. Aber es hat mich so zurückgeschossen, bam. Dann habe ich das nicht gemacht. Habe ich meinen Freunden nichts von erzählt. Ja, weil ich habe gesagt, boah, wie ist der denn drauf und sowas? Das ist für den Islam und so. Aber Alhamdulillah, ich war nicht so eingeschnappt danach. Ja, es hat nicht mehr gefehlt und ich habe Islam angenommen. Das so ein paar Tage vorbei und ich wusste, ich konnte auch nicht mehr so rumlaufen mit dieser Leere in mir. Und ich wusste, dass der Islam die Wahrheit ist. Und habe auch den Islam angenommen. Und subhanallah, natürlich war das ein sehr schönes Gefühl an dem Tag, wo ich Islam angenommen habe. Bei mir war das nicht in einer Kundgebung, in einer Halle oder irgendein Vortrag. Damals gab es diese ganzen Dinge überhaupt nicht. Ja, Vorträge, eigentlich schweige Vorträge. Also vielleicht gab es die, aber es war nicht so bekannt. Ja. Es ging nicht so rum und so. Ich habe das so eine kleine Runde mit Brüdern gemacht. Hab ich habe auch mein erstes Gebet angebetet, war das Nachtgebet. Ich habe mich schon sehr frei im Gebet gefühlt, obwohl das vor mir sehr schlecht ging. Ja. Ich habe mich sehr frei im Gebet gefühlt. Und was sehr wichtig ist, liebe Geschwister, und was ich jetzt weiß nach 9 Jahren Islam, was sehr wichtig war, auf diesem ganzen Weg dahin, ja, vom ersten Tag der Shahada bis jetzt heute, bis zum heutigen Tag. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt das auch in seinen Hadithen, und jeder hat das vielleicht mal gelesen, ist, liebe Geschwister, die Gemeinschaft, die Jama'a, die Leute, die um dich sind. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass damals, als ich konvertiert hatte, viele Freunde von mir Muslimen waren auch angefangen haben. Das heißt, wir waren so eine kleine Clique, die damit angefangen hat. Das hat mir damals Stütze gegeben. Ohne das, glaube ich, wäre sowieso verloren gegangen. Weil du bist der Fitna dann voll ausgesetzt.
Und ich muss ehrlich sagen, also den ganzen 9 Jahren durch, die ganzen 8 Jahren durch, wenn das nicht da wäre, wenn keine Gemeinschaft da wäre, die wir in Glappa hatten, auch natürlich jetzt, natürlich ist die Moschee zu, aber trotzdem, in unseren Herzen ist dieses Gemeinschaftsdasein da noch, und wir hoffen, das schwindet nie. Das ist das Einzige, was ein Gott, oder Menschen, die um dich hat es. Die Gemeinschaft in Allgemeinen, eine Jamaa im Allgemeinen, und dann im engen Kreis Menschen, die um dich hat es. Weil du keine wahren Brüder um dich hast, die dich wirklich als Bruder sehen, die Freunde sind, ja. Weil irgendwann aus der Bruderschaft wird Freundschaft. Dann fühlst du mit einem mit, du wirst mit dem Traum, wenn der was hat, du, das stört dich, wenn der dir nicht zuhört, das stört, ihn stört das, wenn du irgendwas machst. Das ist, dann ist das, dann sind diese Gefühle da. Glaub mir, solche Dinge sind am wichtigsten für jeder. Und deswegen sagt der Prophet, jeder soll gucken, wen der sich als Freund nimmt. Das ist sehr wichtig, glaub mir. Wenn du durchhalten möchtest, weil ich weiß, diese 9 Jahre waren sehr schwer, sich mit dem richtigen Wissen zu beschäftigen, die richtige Tat zu begehen, überhaupt an diese Taten festzuhalten, überhaupt an diese ganzen Säulen des Islam festzuhalten, überhaupt da zu sein, überhaupt irgendwas zu machen, ohne eine Stütze. Und das ist die Jama'a, die nachstehende Freundin, deine Frau. Hast du wenig Kraft, Bruder. Glaub mir. Glaub mir, liebe Geschwister. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich nach 9 Jahren, wenn ich jetzt einen Strich ziehe, nach 9 Jahren, und ich würde sagen, okay, Bruder Abu Ali, was hast du nach 9 Jahren verstanden? Islam-Dasein, 9 Jahre. Würde ich dir sagen, Bruder, Al-Jama'a, Al-Jama'a, Al-Jama'a. 100%. 100%. Darum der Prophet sagt, wer sich eine Handspanne von Jama'a entfernt, der ist verloren, er ist auf dem Weg der Irre. Der sagt, wie oft sagt er, dass der befehlt uns das Festhalten an der Jama'a. Die Brüderlichkeit. Wie oft kennen wir Hadithe darüber? Was haben wir alles gehört? Da kommt ein extra Vortrag. Aber es bringt nicht immer das Reden. Das ist das Problem mit den Geschwistern. Es geht sich ja nicht immer darum, Vortrag zu machen darüber. Es geht sich darum, dass wir es kapieren. Und ich musste natürlich, guck mal, subhanallah, wir haben, glaube ich, jetzt voll die schwere Zeit, ja, 1 Jahr lang gemacht. Natürlich ist diese Zeit nicht zu vergleichen mit Menschen, die vor uns waren, ja. Aber für uns ist das die Prüfung, die uns heftig getroffen hat. Man hat uns die Moschee zugemacht, man hat uns die Jamaat zersplittert. Man ist weit entfernt voneinander. Und wir, ich merke das persönlich, ich weiß, dass die Brüder das auch alle merken. Ich, jetzt, guck mal, und das sage ich an der Erfahrung. Durch diese Erfahrung, die wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, habe ich gemerkt, gewisse Dinge, wie wichtig sie im Leben sind. Subhanallah, und diese Erfahrung wünsche ich keinen, kein Muslim. Dass der erst, und das ist, dass der was verliert, was sehr wichtig ist, um zu verstehen, dass es wichtig ist. Glaub mir, diese Erfahrung tut weh. Die schwächt den Glauben. Die macht dich, die holt dich, die zwingt dich in den Knien, du gehst runter, du denkst, was ist los? Glaub mir, das sind Gefühle, du selber gehst ein, du selber gehst ein. Aber durch diese Erfahrung kann ich euch jetzt sagen, mit dieser Erfahrung, durch viele Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, mit dieser Erfahrung im Islam, weiß ich ganz genau, dass die Menschen, die um mich waren, eine der wichtigsten Dinge waren in meinem Leben. Sei es meine Frau, die am intimsten mit mir war, sei es die beste Freundin, die ich habe, die nachstehende Frau, weil man hat Freunde, die nachstehen zu einem. Man kennt sich länger, man hat Tür an Tür gelebt oder man hat viele Dinge miteinander ausgetauscht. Ja? Man ist durch den Jahl bis zu engem Anwerben zusammengegangen. So, und dann die Jama, die um mich waren, allgemein die Brüder und auch Brüder, die man vielleicht nur 1-2 Mal die Woche gesehen hat. Man merkt jetzt, wie jeder einzelne Bestandteil fürs Dasein sehr wichtig war. Jeder einzelne Bestandteil, egal wie klein er auch mag gewesen mag sein, liebe Geschwister, er war wichtig. Fürs Festhalten an der Religion, fürs Durchhalten von mir, fürs Mord weitergehen. Und ich weiß ganz genau, es ist weiterhin wichtig. Und egal, wo man auf dieser Welt geht, egal, wo wir hingehen müssten oder wo wir gehen wollen, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir immer diese Teile wiederfinden. Das ist unglaublich, liebe Geschwister. Deswegen, wenn ich euch, wie gesagt, wenn ich euch das mitgebe, gebe ich euch das mit. Als Erfahrung mein Leben. Und eine andere Sache ist, liebe Geschwister, versucht, oder versuchen wir im Endeffekt, weil das schöpft sowieso nie aus, versuchen wir immer, uns selbst herzustellen, zu reparieren und neu zu optimieren. Ja, dein eigener Nefs, Allah sagt, rettet dich. Er rettet dich. Er meint, erstmal geht der Befehl auf dich. Deine eigene Seele, ja,
unsere Seele immer neu zu optimieren, diese Sehen zu bekommen. Und dass wir versuchen, liebe Geschwister, an die Dinge halten, die wichtig sind im Islam, wie das Fundament, das Wissen, was fundamental ist, also was Fundamente enthält. Das Richten des Charakters, liebe Geschwister, der Umgang unter uns, der auch sehr wichtig für uns ist. Unsere Ibadah, diese Dinge, liebe Geschwister, musst du immer wieder pflegen. Du glaubst, wenn du die loslässt, eine Zeit lang, merkst du es. Du merkst es. Das merkst du an dir. Und viel schlimmer ist, wenn du es später merken musst. Das ist das Schlimmste dann auch, was passieren kann. Und jetzt, Alhamdulillah, gibt uns eine Möglichkeit, hier zu sitzen, darüber zu reden. Ja? Und wir können uns darüber erinnern, ob das durch meine Wörter kommt, von dem Bruder gleich oder von irgendeiner von euch, spielt keine Rolle. Der es sagt, ist sowieso sowas von interessant. Wichtig ist, liebe Geschwister, was gesagt wird und dass man es mitnimmt. Das ist wichtig. Wer es sagt, ob ich jetzt Abu Ali oder Abu Hamza oder Abu Kader und so, ist kein Problem. Abus genug laufen durch diese Turnier. Viele Abus haben wir.